Ja, hallo Leute, hier ist das Nuleopard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit einem weiteren Video. Heute habe ich für euch das Review zum Camera Connection Kit für das iPad. Dieses Kit erlaubt euch, eine SD-Karte oder eine Kamera über den mitgelieferten USB-Adapter an das iPad anzuschließen. Ja, beginnen wir mit dem Unboxing. Zuerst hier die Verpackung. Da haben wir hier einen glänzenden Apfel. Hier hinten haben wir, wie man das Ganze anwendet. Hier war schon diese klebrige Masse, die ich bereits abgemacht habe. Hier steht noch: mit iPad kompatibel, enthält einen Kameraanschluss und eine SD-Karte. Hier haben wir noch ein paar weitere Informationen und hier vorne eben den Kartenleser. So, wenn wir das Ganze jetzt hier unboxen, geht das hier oben auf. Dann haben wir hier gleich die zwei Stecker und hier haben wir noch eine Betriebsanleitung und Garantie. Das kann aber erstmal zur Seite, genauso wie die Verpackung. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Kit. Und zwar ist das hier in seiner Plastikfolie. Hier haben wir als erstes den USB-Stecker. Hier seht ihr schon seine kleine USB-Karte. Ja, SD, Entschuldigung. Hier haben wir dann den Slot und hier vorne der 30-Pin-Connector. So, dann haben wir hier das zweite. Und zwar ist das jetzt ein USB-Teil. Da sehen wir hier schon sein Kamerasymbol. Hier haben wir einen USB-Anschluss, wo man an die Kamera anschließen kann. Und hier haben wir genauso den Dock-Connector. So, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt alles mal kurz und hole hier mein iPad. Jetzt haben wir hier das iPad. Und wenn wir jetzt hier den SD-Teil nehmen, hier diese Schutzhülle abmachen, unten in den Dock stecken, ganz normal, und dann eine SD-Karte, hier eine SD-Karte mit 2 GB, so, die stecken wir jetzt einfach hier rein, zack, und dann öffnet sich nach kurzer Zeit die Foto-App. Dann werden hier, ich zoome mal hier ein bisschen ran, werden hier gleich die ganzen Bilder, die sich auf der Karte befinden, geladen. So, und die können wir jetzt, wenn ihr das hier jetzt erkennen könnt, hier steht jetzt Kamera, da sehen wir die Bilder, die sich auf der Karte befinden. Und hier können wir jetzt einige auswählen. Einfach hier auswählen, die werden dann mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Und dann können wir hier einfach auf die Auswahl löschen oder importieren. Wenn wir jetzt hier auf Importieren klicken, fragt uns nochmal alle importieren oder nur die Auswahl. Wir wollen jetzt nur die Auswahl importieren. Dann seht ihr schon, dann werden die hier so bearbeitet. Und sobald die importiert sind, haben wir hier so ein rotes Häkchen. Das macht er jetzt mit allen Fotos, bis er fertig ist. Zack, die Fotos sind importiert und dann fragt er uns: Wollen wir jetzt die Fotos auf der Kamera behalten oder nicht? Wir wollen sie behalten. Ja, und dann habe ich hier noch einen Film. Den können wir natürlich auch importieren. Wieder hier auf Importieren. Und dann auf Auswahl importieren. Dann wird der Film hier importiert. Das dauert jetzt etwas länger wahrscheinlich. Importvorgang abgeschlossen und wollen Sie jetzt das importierte Video von einer geschlossenen Kamera löschen? Das wollen wir jetzt löschen. Zack, dann wird das hier direkt gelöscht. Wir dann jetzt in unsere Fotos gehen, also in unsere Alben und dann auf alle importierten oder letzte Import. Dann haben wir hier diesen Film, den wir jetzt hier nicht abspielen können. Komisch, normalerweise müsste das funktionieren, aber hier haben wir jetzt die Fotos, da können wir jetzt schön durchscrollen. Also das funktioniert schon mal einwandfrei mit diesem SD-Karten-Slot. So, was wir weiteres können, ist hier den USB-Teil verwenden. Auch wieder hier ganz normal reinstecken.
Und dann können wir hier jetzt den AirPod Touch, den wir hier haben, können wir jetzt einfach mit dem Apple USB-Kabel an das iPad anschließen. Und zwar einfach den iPod in den Dock-Connect, also das Kabel in den Dock-Connector des iPods. Den iPod können wir dann hier zur Seite legen und dann hier den USB-Teil in den Dock-Connector. Dann müsste sich hier auch die Foto-App öffnen, wie wir hier sehen. Dann werden die Fotos vom iPod geladen und die können wir dann alle importieren. Da seht ihr schon viele, viele Fotos. Die können wir dann importieren. Wir nehmen jetzt zum Beispiel einfach mal hier dieses iPad, wo ich mein Gänsewittchen hinten drauf habe. Und wieder auf importieren. Also das ist dann wieder alles dasselbe. Wir können auch hier, das zeige ich euch nochmal schnell, gehen auf alle löschen und dann können wir alle Fotos von diesem Gerät löschen. Ja, das soll zu dem Review eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Der USB-Teil dieses Kits hat noch weitere Funktionen. Also wir können zum Beispiel eine USB-Tastatur anschließen. Aber da funktionieren nicht alle wegen der Stromversorgung. Und dann könnt ihr auch noch USB-Sticks anschließen, aber ihr müsst einen Ordner erstellt haben, DCIM, und da müsst ihr dann alle eure Fotos drin gespeichert haben. Und dann könnt ihr auch noch ein Mikrofon anschließen. Ja, aber das soll es von diesem Video eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert und kommentiert. Ich bin der Snooleopard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und sage Tschüss.